Achso, warte mal, ich mach's gleich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil von Märkte und Trends hier bei uns bei heavytraders.live. Die Themen sind Netflix, DAX, Bitcoin, wo auch das Halving bevorsteht und die Alphabet. Ich habe bei mir im Studio Sami und Andrea sitzen. Ich begrüße euch beide. Grüß dich, Boris. Buongiorno. Wenn wir mal einen Blick Richtung der Netflix auch werfen. Es steht eine Preiserhöhung im Raum, aber was Wichtigere ist eigentlich halt auch, heute nachbörslich wird es Zahlen geben. Ihr hattet letztes Mal auch vor den Zahlen einen Trade gemacht. Ähnliches hattet ihr jetzt auch schon wieder vor. Habt ihr diesen Trade auch schon ausgeführt? Genau. Bleiben wir erstmal bei der Thematik. Genau, es gibt also auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel Positives, zumindest bei Netflix zu berichten, seit man im letzten Jahr einige Stellschrauben wieder mal hier angepackt hat. Dazu gehört mit unter anderem zum einen im Bereich der Werbung auch hier das Werbeeinnahmegeschäft ein bisschen weiterhin aufzubauen. Das heißt, die Preismodelle, die man hier anbietet, sind so jetzt ein bisschen variabler geworden. Ist im Übrigen auch sensationell. Ich hatte es ja letztens mal erwähnt, wo ich das, also Netflix wieder mal eingeschaltet habe, da hieß es, von meinem teuren Paket oder ein bisschen teurer Paket runterzukommen, sozusagen auf ein werbebasierendes Paket, was günstiger ist. Ja, wo ich mir gesagt habe, direkt die Upgrade-Möglichkeit auf das teure gekriegt, weil so viele Leute halt genutzt hatten. Das kann ja, vielleicht kann es daran halt liegen, weil es halt so wenig bei dir genutzt hatten. Das kann ja immer sein, ja? Ja, nee, wobei ich eigentlich regelmäßig mal Sendungen oder Serien mir anschaue. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr interessant. Klar, das Thema Abo-Sharing, Passwort-Sharing, da ist man dagegen stärker vorgegangen. Preismodelle, Werbeeinnahmegeschäft. Jede Menge erfolgreiche Serien, die Netflix anbietet, jetzt auch in dieses Event-Streaming mit einzusteigen. Also, da ist man auf jeden Fall sehr gut unterwegs. Das wurde ja schon bereits in den letzten Zahlen deutlich honoriert. Und heute Abend nach Börsenschluss kommt bei Netflix ebenfalls auch die Zahlen raus. Und da bin ich auch weiterhin sehr optimistisch. Auch wenn es jetzt gegebenenfalls nochmal zu einem Kursdrücker kommen sollte, was nicht auszuschließen ist. Vielleicht ein bisschen was unter den Erwartungen, aber mittel- und langfristig gesehen, denke ich schon, dass wir bei der Netflix auch die Rekordhöchststände antesten sollten. Denkst du alleine, wenn dann dieses größere Event bei Netflix halt kommt, mit dem das erste Live-Sport-Event, das natürlich live übertragen wird, und was halt nicht mal Pay-Per-View ist, weil wenn du überlegst, so bestimmte Live-Sport-Events sind halt Pay-Per-View, das heißt, du kaufst halt ein bestimmtes Ticket dazu, aber so wie ich es mitgekriegt habe, ist ja dieses das Live-Event, was da mit dem Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul irgendwann auch stattfinden wird, vor auch fast 80.000 Zuschauern in einer riesigen Arena. Glaubst du, das wird halt Netflix auch nochmal um einiges pushen? Also ja, definitiv. Also was mich schon wundert, wie gesagt, dass es sogar in Klammern kostenfrei für Netflix-Abonnenten ist, dass man dafür nicht zusätzlich wird. Also ich hätte sogar tatsächlich zusätzlich noch ein bisschen was dafür bezahlt, so ein Ticket freizuschalten, wundert mich tatsächlich. Aber ich denke schon, vielleicht ist es auch sowas Ähnliches wie ein Experiment, ja, wo man sagt, okay, mal schauen, wie das angenommen wird, ob im generellen Abonnenten mit reinkommen oder sogar, jetzt fällt es mir auch gerade ein, strategisch cleverer Schachzug, wenn man einmal Abonnent da ist, dann hat man ja auch so ein Abo, was ja monatlich fortgeführt wird, solange du nicht halt kündigst. Ne? Und deswegen ist eventuell dieser Schachzug gar nicht mehr so verkehrt. Das heißt, ein gewisses Mitnahmegeschäft aufgrund dieses Events und zusätzlich, dass man sogar dauerhaft Kunden gewinnt, die dort bleiben im Anschluss, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass alleine, die Zahlen... Allein auch, wenn es weitere gibt, also wenn es weitere Live-Events gibt. Und ich glaube auch gerade mit so einem Kickoff von so einem, ja, doch wirklich medialen Hype, den es halt auch da halt gibt, könnte es auch sein, ich glaube es nicht, dass man nur bei einer Sendung halt bleiben wird, sondern es wird halt mehrere Events absolut, halt in die Richtung geben. Klar. Hat ja auch schon bereits, auch bei Amazon Prime gibt es ja schon praktisch dieses Event oder Livestreaming Geschäft, was man damit aufgebaut hat, oder sportliche Events, wo man ein bisschen auch stärker Fuß gefasst hat. Nichtsdestotrotz, wir haben ja auch ein dazugehöriges Zertifikat rausgesucht, das wollen wir auch noch mal kurz einblenden. Im Übrigen ist da uns heute Morgen da ein Fehler unterlaufen. Die Wertpapier-Kennnummer ist nämlich die Ulrich Marta 1 Ludwig RV, der Hebel 2. Der Briefkurs liegt im Moment knapp bei 2,82 Euro. Da hatten wir versehentlich ein Tesla-Zertifikat rausgesucht oder eingeblendet, das war falsch. Das ist das richtige Zertifikat auf die Netflix. Das haben wir auch schon bereits gekauft, das kann man ja auch ganz klar kommunizieren. Möchten auch versuchen natürlich vor den Zahlen positioniert zu bleiben mit der Spekulation, dass die Zahlen gut ausfallen werden. Auch da der Hinweis, wir haben eine kleinere Position. Man sieht auch bei dem Zertifikat, das ist ein Hebel 2, wollen wir gerne drinnen bleiben. Und mal schauen, wie die Zahlen ausfallen sollten. Also auch wenn wir danach einen kleinen Kursrücksetzer bekommen oder deutlichen Kursrücksetzer, schadet das mittel- und langfristige Geschäft in keinster Weise. Ja, jetzt wo du es gerade nochmal erwähnt hast, das hatte ich eingangs völlig vergessen gehabt, dass wir heute Morgen in unserem Morning Call
und auch bei Märkte und Trends Teil 1 das falsche Zertifikat halt mit eingeblendet hatten und dann natürlich auch noch vorgelesen haben. Von daher bitten wir das auf jeden Fall nochmal zu entschuldigen. Jetzt ist aber auch gerade, wie Samir es sagte, der Trade mit dem richtigen Zertifikat auch gekauft worden. Dann lass doch direkt mal überschwenken zu dem nächsten Thema. Bleibt der DAX momentan weiterhin bullisch, Andreas? Ist es weiterhin ein Aufwind oder gibt es jetzt nochmal die Korrektur, die ihr beide halt auch nochmal angesprochen habt, bis zu einer bestimmten Marke? Wie siehst du gerade die Entwicklung jetzt auch gerade von heute Morgen bis jetzt? Ja, ich hatte ja zu Beginn der Woche, beziehungsweise am Sonntag, was dazu geschrieben, nämlich, dass es eine Spannweite gibt zwischen dem Nahostkonflikt und der Bilanzsaison. Das hat sich bisher auch so bestätigt. Wir hatten zwar am Montag mit Goldman Sachs zumindest mal einen Ausgleich für JP Morgan gehabt, die letzten Freitag ja die Zahlen nicht so gut abgeliefert haben, zumindest die Aufnahme war nicht so gut. Goldman Sachs hat das Montag wieder ausgeglichen. Und im DAX ist es ganz ähnlich so. Wir haben gestern mit Adidas und Conti zwei Werte gehabt, die waren auch sehr ausgeglichen. Die eine 6-7% im Plus, die andere entsprechend im Minus. Heute haben wir Sartorius als Hauptkandidat mit minus 17%. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was es den DAX so ins Plus dreht, weil es auch nicht so viele Werte gibt, die so stark im Plus sind. Und was den Markt eben belastet, ist eben diese ungelöste Frage des Nahostkonflikts in dem Sinne, wo in der Stufe, in der wir jetzt sind, also wie wird Israel reagieren. Das sehen wir auch noch an anderen Stufen. Wir sehen das also bei den Edelmetallen zum Beispiel, beim Dollar sehen wir das auch noch. Insofern ist der DAX also noch nicht so ganz befreit von seinen geopolitischen Sorgen, sehr kurzfristigen Sorgen, befreit ist er davon ohnehin nicht, aber sehr kurzfristigen, sagen wir mal so. Und somit müssen wir halt noch mal ein bisschen warten, was sich jetzt in den kommenden Stunden entwickelt. Ich habe gerade gelesen, dass die Lufthansa ihre Flüge nach Teheran und ich glaube auch nach Israel bis Ende April ausgesetzt hat. Ende April, das ist übernächste Woche. Also das rechnen wohl erst damit, dass das sich noch ein bisschen hinzieht. Und je länger sich das jetzt halt hinzieht, je mehr Unsicherheit noch im Markt ist, desto eher ist natürlich nochmal die Gefahr, dass es nochmal ein Stückchen runtergeht. Das müssen wir natürlich mit unserem Zertifikat einkalkulieren, haben wir aber auch einkalkuliert. Wir werden es auch hier nochmal nennen. Das Zertifikat hat die Kennnummer UL7SJP, ein Hebel von 5,7, ein sehr niedriger Hebel und eine sehr kleine Positionsgröße, die wir da gefahren haben, weil wir schon ein bisschen im Risiko da reingegangen sind, gesagt haben, okay, das sieht jetzt schon mal danach aus, nachdem wir 800 Punkte korrigiert haben, dass jetzt mal eine Gegenbewegung durchaus an dieser Stelle möglich ist. Die kann also aber natürlich noch ein bisschen weiter runterlaufen und dann erst diese Gegenbewegung kommen. Wenn sie kommt, wird sie wahrscheinlich sehr massiv sein und deshalb haben wir da schon mal eine Position aufgebaut, was uns aber nicht daran hindert, natürlich, wenn es jetzt noch mal ein Stück runter geht, dann noch mal ein bisschen nachzulegen und zu sagen, wir gehen noch mal mit einer kleineren Positionsgröße nach. Deshalb machen wir das so also ein bisschen salamimäßig und schaden uns dadurch nicht, weil es eben ein sehr, sehr kleiner Hebel ist. Klar ist aber natürlich auch, dass ein Risiko dabei ist. Kein Trade hat ist risikolos, das ist ganz klar. Trotzdem wollen wir natürlich hier dabei bleiben bei diesem Zertifikat und werden es uns mit Sicherheit dann, wenn es ein bisschen nochmal runterlaufen sollte, Zielgröße wäre da vielleicht 17,6 zum Beispiel, da nochmal schauen, eine Position nachzulegen. Grundsätzlich gilt es, ich denke mal, die Bilanzsaison, so ist es eigentlich zu erwarten, wird sehr positiv sein, weil wir nämlich sehr viel negative Aufläufe gerade haben. Das heißt, wir haben schon relativ das Stückchen wieder niedriger gelegt und insofern werden die Erwartungen natürlich mit den nächsten Werten dann möglicherweise zumindest in der Mehrheit übertroffen. Ich glaube auch, dass die Prognosen positiver werden, sollte sich das eben im Nahosten da nicht weiter ausweiten. Und insofern ist das eher positiv zu werten und deshalb gebe ich auch davon aus, dass wir erstmal hier nur eine Zwischenkorrektur bei den Indizes sehen und noch keine, wie so schön immer korportiert wird, großartige Trendwende. Da bist du mit Andreas komplett d'accord, Samir. Siehst du es genauso? Ja, absolut. Ja, sehe ich genauso. Wir haben jetzt erstmal eine kräftige, was heißt kräftige, schon eine ordentliche Korrektur. Die haben wir schon etwas länger nicht mehr gehabt, aber 800 Punkte, das ist schon mal gut gemessen. So was jetzt so die letzten Monate passiert ist, da hatten wir ja eigentlich einen relativ starken Markt. Jetzt sind wir mal ein bisschen kräftiger runter. Allerdings, klar, bin ich nur mit einem Punkt nicht d'accord. Direkt schon bei 7,6 einzukaufen, wäre schon zu früh. Ich meine, wir sind ja jetzt schon bei 17.700. Vielleicht so Richtung 17.3, 17.2 würde ich dann frühestens sagen, okay, kann man noch mal ein bisschen was einkaufen, weil sonst sind wir einfach zu nah und der Cost-Average-Effekt wäre einfach noch nicht, also ich sag mal, von hoher Wirkung. Und deswegen eher noch mal vielleicht deutlicher zurück und dann könnte man so eine zweite Tranche mit eindecken. Ja.
Bevor wir zum nächsten Thema gehen, liebe Zuschauer, was haltet ihr denn gerade auch von der Netflix und von der Idee, die unsere Händler im DAX halt haben? Lasst uns doch das in den Kommentaren halt auch wissen. Und die Zuschauer auf YouTube. Wie ich es gerade schon erwähnt habe, Kommentar und das Video schreiben, das Video liken, den Kanal abonnieren wäre wirklich super und natürlich auch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer wieder ein Video von uns angezeigt, was natürlich auch auf jeden Fall sehr viel Sinn macht, wenn euch unser Content und die Inhalte soweit gefallen. Jetzt muss ich mir aber nochmal den Samir schnappen, denn wenn man gerade bei Google zum Beispiel Bitcoin Halving eingibt und dann findet man schon direkt so diese sogenannten Auto-Suggestions, wie, was halt weitergeht, dann gibt es Bitcoin Halving Countdown, das wird direkt als erstes vorgeschlagen. Ja. Ich habe es aufgemacht eben gerade, das voraussichtliche Halving-Datum ist dann halt der 20. April, also ein Tag, 17 Stunden, 5 Minuten. Was erwartest du dir, also das ist momentan das Errechnete hier, was erwartest du dir denn diesbezüglich, wirst du direkt in dem Moment, auch gerade weil du in dieser Bitcoin-Thematik so tief drin bist, das so versuchen so zu schauen, wie die Kurse sofort reagieren oder wie hast du das geplant für dich? Ach, die Kurse, die werden da... Meinst du, es gibt keine Reaktion? Nein. Also es wird überhaupt gar keine Reaktion geben. Also das ist praktisch einfach nur ein festgelegter Code in, oder beziehungsweise ein in diesem Algorithmus oder beziehungsweise in dem Code festgelegt, dass dieses Halving bei 210.000 Blöcken soweit stattfinden wird. Das heißt also, die Belohnung an die Miner wird einfach halbiert. Der Bitcoin-Kurs kann natürlich nur dann steigen, wenn natürlich die Nachfrage da ist, also Liquidität in den Bitcoin weiterhin stärker investiert wird. Klar, haben wir ein gewisses Risiko, das muss man auch sagen, beziehungsweise einen Punkt, den man etwas stärker mit berücksichtigen muss, der wird entweder oder hat schon bereits stattgefunden oder wird nochmal ein bisschen kurz vor dem Halving stattfinden, ist, wenn natürlich die Bitcoin-Miner sagen, hey, ich will jetzt unbedingt noch Cash haben, ja, weil der Kurs ist kurz vor dem Halving, weil warum? Die Umsätze werden ja halbiert. Also wir haben zwar die Inflation dann sozusagen ausgeübt in dem Bitcoin, also indem wir die Menge halbieren. Gleichzeitig bedeutet das ja, einen halben Bitcoin-Preis am Markt also zu platzieren. Das bedeutet also, der Umsatz bei den Minern, der fällt einfach mal um die Hälfte gnadenlos zurück. Das heißt, wenn sie Bitcoin-Bestände haben, werden sie es wahrscheinlich zu den höheren Preisen verkaufen. Ansonsten macht das natürlich dann wenig Sinn. Und das könnte das Einzigste sein, wo wir so ein bisschen Volatilität bekommen werden. Mhm. Aber die, ich sag mal, darauf folgend, wenn das weiterhin so bleibt, dass wirklich Hongkong noch stärker mit ihren Bitcoin-ETFs die Nachfrage bilden werden. Da hatte ich gelesen, das ist wohl jetzt erlaubt und durch. Ja. Also Zulassungen sind ausgesprochen, aber muss man natürlich erstmal schauen, wie der Zufluss oder die... Ab wann war das? Vorhin habe ich es auf dem Handy gelesen. Das war am Anfang der Woche gewesen. Am Montag hatten wir schon Zusagen oder beziehungsweise wurde dann der Bitcoin sozusagen... also offiziell zugesagt, dass der auf den Markt kommen wird. So, jetzt muss man aber natürlich schauen, es wird dann der Zeitpunkt festgelegt, wo dann Kapitalzuflüsse erstmal wieder abzuwarten sind, wie das angenommen wird. Fakt ist, Bitcoin kommt letztendlich bei den großen Finanzinstituten an, bei den großen Vermögensverwaltern dieser Welt. Wir haben auch in Deutschland, glaube ich, meines Erachtens nach gestern sogar, gibt es sogar ETNs, die zugelassen worden sind, also keine ETFs, weil ETFs haben ja, ich sag mal, irgendwo ein gewisse Regeln und Bestimmungen, die erfüllt werden müssen. Das ist beispielsweise, dass man einen Basket oder einen Korb hat, wo viele Werte gleichzeitig drin sind. Also wir können hier in Deutschland keinen ETF auf dem Bitcoin einzig platzieren, geht nicht. So, jetzt hat man also wohl ein ETN, glaube ich, oder ein ETC, wo halt der Bitcoin und Ethereum praktisch als Derivat sozusagen wiedergespiegelt wird. Ist zwar jetzt nicht wie bei einem ETF selbst, ja. Und von daher mal schauen, wie es dann hier auch bei uns in Deutschland entwickeln wird. Das heißt, der Bitcoin wird weltweit weiterhin salonfähig gemacht, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Das wird natürlich weiterhin auch von unseren Händlern hier bei Märkte und Trends durchgehend weiter begleitet, auch gerade weil Sami in der Thematik sehr tief halt mit drin ist und es bei uns sowieso wieder mal fast täglich ein Thema halt ist. Von daher lohnt es sich weiterhin bei uns einzuschalten. Und als letzten Wert für die heutige Sendung wolltet ihr noch einen Blick auf die Alphabet werfen. Genau, das machen wir auch noch. Da kommen ja auch noch Zahlen. Jetzt, wann war das, glaube ich, Andreas? Ich glaube, auch nächste Woche. Nächste Woche, genau. Und eigentlich der Großkampftag ist der Donnerstag mit, glaube ich, 3 oder 4 Werten. Und Dienstag, meine ich, das wäre hier Dienstag, die Alphabet als erste anfängt. Eigentlich ist das immer so. Muss man mal gucken. Nee, auch Donnerstag. Gut, ich glaube, das ist Tesla dann, meine ich, die am Dienstag. Heute in einer Woche. Ne? Genau, heute in einer Woche, Großkampftag, dann haben wir ganz viele Magnificent Seven und Alphabet ist eigentlich so der
Favorit der Analysten, was für diese Berichtssaison das Magnificent Sevenfeld angeht, hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich sehr angestrengt hat, die Geschäftsfelder so ein bisschen alle aufzuräumen und wirklich da ein bisschen stärker auch in diesem KI-Bereich unterwegs zu sein. Wir wissen ja, dass Apple da an diesem Gemini-Software für seine Handys dran ist. Das ist also etwas, was man sicherlich noch ein bisschen weiter beobachten muss. Dann ist natürlich auch für Google ganz klar, dass die frühzeitige Entscheidung bei den Präsidentschaftswahlen, dass die durchaus für stärkeres, schnelleres Polarisieren dazu führen wird und dass natürlich dadurch die Werbung natürlich angeheizt wird. Das heißt, ich muss mich relativ schnell schon für eine Seite entscheiden. Das wird jetzt also im Prinzip auch schon gemacht. Man sieht das auch, was die Präsidentschaftskandidaten mittlerweile an Unsummen an Wahlkampfgeldern eintreiben. Und natürlich werden sie das da platzieren, wo sie am meisten Wirkung sich erhoffen. Und da dürfte Alphabet sicherlich auch mit dabei sein, auf allen Kanälen, auf allen Ebenen. Also für die sehr positiv. Dann darfst du natürlich auch nicht vergessen, dass wir die großen Sportereignisse haben. Da reden wir jetzt natürlich nicht von der Fußball-Europameisterschaft, sondern von den Olympischen Spielen 2024. Auch riesige Werbeereignisse, die die Amerikaner auch interessieren werden und wo sie auch platzieren werden. Also an Zusatzeinnahmen und dadurch auch an Prognoseausweitung hat Alphabet ganz, ganz viele Möglichkeiten dieses Jahr. Und deshalb ist der Kurs aus meiner Sicht auch dafür prädestiniert, hier durchaus noch ordentlich zuzulegen. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wir hier so ein Kursziel von 170 US-Dollar sehen, also hier oben hin laufen könnten. Jetzt haben wir natürlich erstmal einen Ausbruch gesehen Richtung 160. Der ist jetzt ein bisschen zurückgelaufen, allerdings nicht unter die alte Allzeithochmarke von 156 Dollar. Somit ist das jetzt ein Warten auf Godot, in Anführungszeichen, auf das, was in einer Woche kommt. Und wenn man sich dagegen natürlich die Nasdaq anschaut, wie die gelaufen ist, dann muss man sagen, ist das schon sehr, sehr stark, was Alphabet da gerade produziert. Das kann natürlich jetzt nur noch negiert werden, wenn man jetzt keine gute Prognose hätte. Davon gehe ich aber nicht aus, weil wir natürlich ist diese Gefahr da. Man kann das natürlich nicht ausschließen, ist ja klar. Ich gehe aber nicht so davon aus, weil wir ja relativ viel Entwicklung in dieser einen Woche noch haben werden. Und wir eigentlich auch schon auf dem weiten Weg da in Richtung Süden bei vielen Werten und auch dem Nasdaq sind, sodass also Alphabet da durchaus ganz gute Chancen hat, das dann nach oben hin aufzufangen. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, das war gegen Anfang des Jahres, hat der Alphabet ja auch Zahlen gebracht. Die sind ja auch gar nicht so schlecht ausgefallen. Also es war ja in allen Bereichen positiv, aber nicht so positiv, wie es eigentlich erwartet war. Und da hattet ihr auch gesagt gehabt, dass die Reaktion als erstes so gar nicht verstanden hattet, aber auch meintet von wegen, ja, die nächsten könnten dann deutlich besser halt ausfallen, weil da halt um einiges dann nochmal nachkommen würde. Ja, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil wir hatten ja auch bei der Alphabet vor den Zahlen, hatten wir, glaube ich, verkauft, ja, haben wir sogar die Gewinne realisiert. Das war auch gut gewesen, weil dann kamen die Zahlen raus, die waren auch gut gewesen, aber halt unter den Erwartungen. Da war man so ein bisschen enttäuscht gewesen, wo man gesagt hat, hey, was ist los, Alphabet, warum stagnieren die Umsätze, kein starkes Wachstum mehr? Und weißt du, wer das große Geschäft im Werbeeinnahmegeschäft gemacht hat? Meta-Plattform. Die haben mir dann einen Kurskracher hingelegt von über 20% oder 27% sogar an dem Tag. Das war mit der größte Anstieg überhaupt in der Geschichte von, also was jetzt die weiteren, ich sag mal, Aufbau der Marktkapitalisierung betrifft. Das waren, ich glaube, 200 Milliarden oder sowas ja an einem einzigen Tag. Das war schon ziemlich beachtlich gewesen. Und von daher, gut, wird man natürlich auch mal ein bisschen hinschauen. Klar, Alphabet hat da jetzt auch einen Kampf. Viele wollen in dieses Werbeeinnahmegeschäft halt Fuß fassen. Man sieht es ja auch bei Amazon Prime, man sieht es auch bei Netflix. Also das heißt, irgendwo wird es so ein bisschen aufgetaucht. Wird man sehen. Aber dennoch bleibt Alphabet ganz klar, das ist für mich eine Burggrabenaktie in meinen Augen, weil man so den Konzern, wie er aufgebaut ist, fast also kaum das Wasser reichen kann. Klar hat man natürlich irgendwo und bei den einzelnen Sparten irgendwo Wettbewerb, was ja auch gesund ist. Aber Alphabet als solches, wie wir aufgebaut, und noch das Thema künstliche Intelligenz, da wird Alphabet mit Sicherheit auch der gewisse Vorreiter werden. Ich meine, wir können da jetzt natürlich auch stundenlang drüber reden, weil das letzte Mal haben wir es ja auch gemacht und der Kurs ist, wie du richtig gesagt hast, auch nach unten weggeklappt. Aber man muss das natürlich jetzt ein bisschen diametral sehen. Das hast du ganz gut eben erwähnt. Meta hat eben die Erwartungen total geschlagen. 27% Kurszuschlag, hat es auch relativ gut verteidigt. Hat aber natürlich jetzt mit den Zahlen
ich sage mal, eine ziemlich hohe Messlatte. Ne? Mhm. Und bei Alphabet ist es eigentlich ein bisschen umgekehrt. Die Messlatte ist doch ziemlich weit gesunken mittlerweile. Und man sieht ja auch im Kurs, dass die Investoren das sofort genutzt haben, dieses zwischenzeitlich mal niedrigere Niveau, um die Aktie wieder nach oben zu ziehen. Sie ist also leicht über dem Niveau vom letzten Mal bei den Quartalszahlen, was sie jetzt nicht davor schützt, dass sie nochmal so einen Einschlag kriegen könnte. Wir werden es dann sehen. Aber wie gesagt, die Erwartungen sind da niedriger und bei Meta sind sie halt schon relativ hoch, würde ich mal sagen. Also insofern sind die Karten jetzt vertauscht. Wann bringt Meta Zahlen? Die werden auch nächste Woche Zahlen bringen. Das wird echt spannend. Ja, ja, also das ist alles. Ich habe ja gesagt, wir haben sogar Ende April. Wir haben Magnificent Seven Großkampftag, genau. Auch nächste Woche, 24. April. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, nicht so verteilt sich das dann halt. Magnificent Seven Woche. Das heißt, das wird auf jeden Fall eine extrem spannende Woche. Deswegen hoffen wir auch, dass ihr alle bei uns einschaltet und natürlich euch auf unserer Webseite heavytraders.live registriert, weil dort wird natürlich auch einiges an Artikeln veröffentlicht werden von unseren Händlern, auch gerade zu diesen Themen, zu den Zahlen. Und wenn ihr weitere Ideen, Anregungen oder einfach nur was Gutes zu lesen oder ordentliche Videos und Streams braucht, bei uns auf der Webseite heavytraders.live registrieren, unseren Händlern teilweise auch mit über die Schulter schauen. Von daher ja, sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich bedanke mich bei euch beiden und wir bedanken uns natürlich auch bei euch fürs Zuschauen und ja, würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Sendung auch wieder mit dabei seid.